Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Gegard Mousasi demoliert bei Bellator 275 Austin Vanderford eiskalt. Und ey, was für ein dominantes Finish! Mousasi, der in seinen vergangenen Kämpfen öfters ein langsamer Starter war, bei dem Kampf innerhalb der ersten Runde durch TKO-Punches nach nur 85 Sekunden Vanderford mit harten Elbows und Hammerfists auseinandergenommen und seiner Kampfbilanz die erste brutale Niederlage verschafft. Mousasi hat seinen Mittelgewichtstitel jetzt zum zweiten Mal erfolgreich verteidigt. Sein nächster Kampf soll Mitte des Jahres stattfinden. Zwei Kämpfe hat er noch vor sich, bis sein Vertrag abgeschlossen ist. In Frage könnten hierfür zum Beispiel Johnny Eblen, Fabian Edwards und Anatoly Tarkov kommen, die alle in den Top 10 der Rangliste platziert sind. Die Frage, wie es mit Mousasi nach seinen zwei noch anstehenden Kämpfen weitergeht, ist nicht beantwortet. Äußerungen wie zum Beispiel ins Light Heavyweight zu switchen, um sich dort zusätzlich den Titel zu holen, gegen Anderson Silva zu boxen oder gegen Robert Whittaker, Israel Adesanya zu kämpfen, gab es seitens Mousasi in letzter Zeit oft. Realistisch ist auf jeden Fall eine Vertragsverlängerung im Mittelgewicht, der Wechsel ins Light Heavyweight, aber auch ein Kampf gegen Anderson Silva. Was den möglichen Boxkampf angeht, sind zwei Punkte Voraussetzung: Interesse seitens Anderson Silva und die Bezahlung. Ein Kampf zwischen Mousasi und Silva wäre legendär. Zwei Monster, zwei Striker auf höchster Ebene. Denkbar ist auch, dass Dana White endgültig einsieht, was für eine Maschine Mousasi ist und mit seinen 36 Jahren rasiert, was das Zeug hält. Die UFC wird auf gar keinen Fall einen Fehler machen, Mousasi zu resignen. Im Mittelgewicht der UFC könnte sich Mousasi, sollte er überhaupt die Lust haben und die Möglichkeit dazu bekommen, noch mehr zur Legende machen, indem er Namen wie Paulo Costa, Derek Brunson, Marvin Vettori und wer weiß, sogar Robert Whittaker beseitigt und letztendlich tatsächlich seinen Wunschtraum erfüllt bekommt, seine selbstbewusste Behauptung, der beste Mittelgewichtler der Welt zu sein, gegen Israel Adesanya zu präsentieren. Und eine Gefahr für diese Kämpfer ist Gegard Mousasi zweifelsohne. Hat dir das Video gefallen? Entscheide selbst, lass ein Abo da. Hasta la vista, take it easy.